Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Marvin, und wir zocken heute einfach mal noch mal ein bisschen GTA. Und in diesem Video habe ich mir einfach mal gedacht, fahren wir eine Runde Taxi? Oder was ist das, eine Runde? Wir werden Taxi fahren, denn ich habe die Mission mit dem Flughafen endlich geschafft. Wer sich noch an das letzte Video erinnern kann, weiß ja, dass ich da voll gefailt habe. Und ja, ich habe mir dann gedacht, dass wir heute einfach mal eine Runde Taxi fahren. Der Franklin hat sich, oder ich habe ihm das Taxiunternehmen gekauft. Deswegen kann ich jetzt auch kostenlos Taxi fahren. Ihr denkt euch jetzt, ich rufe ein Taxi oder sowas. Nein, das werde ich nicht tun. Wir selber werden Taxi fahren, und dafür brauchen wir aber erst einmal ein Auto, um überhaupt zu dem Taxi-Dingens hinzukommen. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Denn hier ist dieses Taxiunternehmen. Arschloch. Nein, das tust du nicht. Ja, wer sich mit mir anlegt, muss leider damit rechnen. Ich will aber die Ego-Ansicht. Die finde ich eigentlich ganz cool. Grundsätzlich lasse ich das Radio immer aus, weil ich nicht weiß, wie das hier so ist mit dem GEMA-Gegebenheiten. Weil ja ein bisschen Musik auch geschützt ist und so weiter. Deswegen, ja, lasse ich lieber das Radio aus. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Taxi-Depot, wo halt mehrere Taxen stehen. Ja. Also hoffe ich jetzt mal zumindest, dass da einfach gerade mal ein paar Taxis stehen. Da stehen nämlich nicht immer welche, deswegen müssen wir da einfach mal gucken. Entschuldigt mich für meine Fahrweise. Aber ich glaube, dafür ist GTA bekannt. Dass man hier eh nicht nach den Verkehrsregeln fährt. Das wird sich aber gleich ein bisschen ändern. Denn ich möchte nicht, dass ich meine Taxis kaputt fahre, weil es sind schließlich meine, und damit verdiene ich halt monatlich 2000, ja, wie nennt man das eigentlich bei GTA? 2000, ich nenne es jetzt mal Dollar. Ja, Dollar, so. Das ist gut, hier steht direkt auch ein Taxi, dann können wir auch direkt mal anfangen. Ja. Hey yo, was hat er denn? Völlige Escalations. Das ist mein Taxi. Dummkopf. Bleib am Boden, ey. Also, weißt du was? Gerade noch von geredet und schon ist die Scheibe im Arsch. Toll. Aber soll uns jetzt nicht davon abhalten, dass wir unseren ersten Auftrag nehmen. Ich würde sagen, wir fahren auch einfach mal los. Hier kommt zwar jetzt gleich der Krankenwagen, aber das soll uns jetzt einfach mal egal sein. Taxi!
Ach, hier steht er. Get moving. Ach, natürlich. Oh, da ist er. Der Krankenwagen der Emergency aus den USA. Ach ja. Nee, also wie gesagt, ich hatte mir heute mal ein bisschen überlegt, dass wir ein bisschen Taxi fahren. Und in den nächsten Videos von GTA werden dann bestimmt auch mal noch mal ein paar Missionen oder sowas kommen. Aber ich habe mir halt gedacht, so für den ruhigen Aufnahmetag, also für heute, habe ich mir einfach mal so gedacht, dass wir ein bisschen Taxi fahren. So ein bisschen die Stadt noch mehr erkunden, weil ich kann es nur wiederholen. Ich musste ja nochmal neu anfangen. Und auf der Xbox hatte ich halt wirklich schon die ganze Karte gesehen. Auch die ganzen Mountains hier und so alles. Und ja, das muss ich jetzt halt alles wiederholen. Ist aber gar nicht so schlimm, weil so komme ich halt nochmal in den Genuss von GTA und ja, wo es halt 2013 rausgekommen ist, scheiße, habe ich natürlich unheimlich gefeiert. Hatte es eigentlich schon immer cool gefunden, GTA. Das hatte aber, also jetzt mal zu der kleinen Geschichte, wieso und weshalb ich überhaupt zu GTA gekommen bin. Und zwar kannte ich GTA erst überhaupt nicht, bis ich dann ja auf eine weiterführende Schule sozusagen gekommen bin, wo ich echt einen netten Kerl kennengelernt habe. Und ich bin froh, dass wir immer noch sehr, sehr gut befreundet sind. Und der hat mir dann halt irgendwann mal GTA San Andreas gezeigt. Und also auf der PlayStation 2 oder 3 oder was war's. Und ja, seitdem bin ich eigentlich schon so ein kleiner Fan von GTA. Ich bin sehr gespannt auf den 6. Teil, wenn er überhaupt so heißt. Man weiß es ja nicht. Und ja, wie gesagt, Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Mustang GT 2016. Das ist nämlich der mich zu GTA gebracht hat, sozusagen. Wo ist der denn hier? Ja, wir bleiben einfach mal hier stehen. Kommt schon irgendwie gelaufen. Oder die oder das. Oder ne, ist ein der. Ja, also er ist auf jeden Fall der mich zu GTA gebracht hat. Ihr könnt ihm ja mal folgen auf seinem Kanal. Ja, könnt ihr auf jeden Fall euch mal anschauen. Der macht auch. Ach, halt doch mal die Fresse. Sorry für den Ausdruck, aber das nervt jetzt gerade. Der hat auch super coole Videos. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen auf seinem Kanal. Und ja, der hat auf jeden Fall auch GTA 5 vor einer Woche nochmal hochgeladen. Vor einer Woche Rainbow Six Siege hochgeladen. Also der macht schon mega geile Videos. Und ja, guckt da auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, der Name ist Mustang Bindestrich GT Groß Unterstrich 2016. Guckt ihn euch an. Abonniert ihn, falls ihr ihn gut findet. Und er ist auf jeden Fall einer der oder einer meiner besten Freunde, sage ich jetzt mal so. Und auch echt lange schon mein Freund. Und ich bin echt stolz, muss ich ehrlich sagen, dass er mich zu GTA überhaupt gebracht hat. Ich glaube, wäre ich ihm damals vor 6, 7 Jahren, ja, kommt hin, nicht begegnet sozusagen, glaube ich, würde ich heute noch nicht
in irgendeiner Form was von GTA gehört haben. Und ja, seitdem, wie gesagt, bin ich halt GTA-Fan. Ich habe eine PSP mir dann irgendwann mal gekauft. Dafür hatte ich dann irgendwann Liberty City, Vice City, also GTA Vice City und Liberty City. Und ja, so hat sich das dann halt entwickelt. Dann hatte ich ja irgendwann die Xbox 360 dann Geschenk bekommen. Und ja, da hatte ich mir ja dann GTA 5 für geholt. Und ja, so kam das dann eigentlich, dass ich angefangen habe, GTA dann zu suchten. Schon damals hatte ich vor, das eigentlich aufzunehmen, aber so wirklich aufnehmen konnte ich das damals nicht. Also das kann ich jetzt mittlerweile echt nur, weil ich mir die PS4 gekauft habe. Und das ist halt einer der Gründe, wieso ich mir eigentlich, yo, wieso ich mir eigentlich eine PS4 gekauft habe. Weil ich halt auch gerne mal was anderes zeigen möchte auf meinem YouTube-Kanal, als immer nur Vlogs. Ich hatte ja schon in einem oder zwei Videos erzählt, dass ich auch gerne mal so andere Projekte mache. Halt so ein bisschen Mischmasch, so ein bisschen von allem. Und da bietet sich natürlich dann GTA auch mal für zwischendurch. So wie jetzt zum Beispiel, dass man dann einfach mal sagt, ja, wir fahren einfach heute mal Taxi und reden so ein bisschen dabei und jo, okay. Und ja, genau, und so kam das dann halt eigentlich, dass ich halt zu GTA gekommen bin. Aber durch ihn bin ich eigentlich auch wirklich erst so ans Zocken gekommen. Muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Durch ihn habe ich mir auch damals dann die PSP gekauft und sowas alles. Und also er hat mir, sag ich mal, meine Fresse, ey. Ah, Blödi. Also ich sag mal so, er hat mir so die Tür halt geöffnet, sag ich mal so. Zu der, oh, Blödi, zu der Zockerwelt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall echt sehr, sehr dankbar. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass wir immer noch so gut befreundet sind. Und ich hoffe, das hält auf jeden Fall noch sehr, sehr lange. Und ja, fahr vorbei, ich muss drehen. Und ja, genau. So ist das. Ja. Genau. Da wäre ich bald vorbeigefahren. Was gibt's noch zu sagen? Also ja, wie gesagt, so war das dann halt. So habe ich dann halt angefangen, GTA irgendwann zu zocken und ja. Er hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, was GTA angeht. Er hat mir öfters auf der PSP, ging das ja damals, hat er mir öfters seinen Spielstand auch mal gegeben, dass ich halt auch mal gucken konnte, wie das so ist, wenn man das Spiel komplett durchgezockt hat und so. Und ja. Also ich muss dazu sagen, hier das GTA hier, also GTA 5, ist glaube ich somit das erste GTA, was ich 2013 komplett alleine durchgezockt habe. Also wirklich, ich habe da Tage dran gehangen, echt, weil es mich einfach so gefesselt hat auch. Und es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir heute noch Spaß, halt nicht mehr so viel Spaß, weil irgendwann kennt man halt alles. Der einzige Vorteil gegenüber der Xbox-Version ist echt, die Grafik ist noch mal wesentlich besser. Gut, ist eine neuere Version,
Aber die Grafik ist deutlich besser und wie ich hier schon sehe, gibt es sogar Spiegel, die funktionieren. Das gibt's bei oder gab es bei der Xbox-Version auch nicht. Und der größte Teil, den es bei der Xbox nicht gab, ist diese Innenansicht. Die gab es bei Xbox überhaupt nicht. Und ich glaube, die gibt es auch heute noch nicht bei Xbox. Wenn ich da falsch liege, könnt ihr mir das gerne korrigieren. Ich weiß das jetzt gerade halt auch nicht, weil ich halt von der Xbox dann halt zur PlayStation gewechselt bin. Genau, und wie gesagt, wenn ich da falsch liege, schreibt es mir rein in die Kommentare. Aber ich glaube, so ist es. Und ja, so ist es und so war es. Und ja, also wie gesagt, mir macht das echt zwischendurch wirklich noch sehr viel Spaß. Da denke ich mir, willst du noch mal eine Folge aufnehmen? Oder halt einfach mal so spielen, ohne irgendwie aufzunehmen oder so. Das macht auch ganz viel Spaß, wenn man dann nicht immer kommentieren muss, so wie ich es hier tue. Ich weiß, die Sachen wieder ganz, ganz viel und keine Ahnung. Wie soll ich sagen? Es gehört dazu. Es gehört dazu, wie ich halt rede und ja, ich finde, es passt halt ganz gut. Es sagen vielleicht jetzt viele wieder, oh, hör doch mal auf, keine Ahnung, was zu sagen. Ich kann es aber nicht. Es ist in mir sozusagen drinne und ich sage ganz sie wieder ich sag das halt irgendwie ganz gerne und ja genau deswegen ja ist das halt so. Jetzt fahren wir in so einer Rocker-Gang und jetzt auch geil, ihr guckt dir mal die Kutte an, die der anhat. Also auch so Sachen, so kleine Details, die man dann auf einmal so entdeckt und sich denkt, die gab es so bei der Xbox nicht. Also heute noch vergleiche ich sehr viel zwischen diesen beiden Versionen. Wenn man mal bedenkt, dass ich die erste Version von GTA 5 hatte, 2013, da hatte ich, kam es ja raus, da hatte ich mir es 4 oder 5 Wochen später hatte ich es mir geholt oder holen lassen. Ich war ja, oder ich bin da ja keine 18 gewesen, bin jetzt auch noch nicht 18, bin 17. Aber ja, damals musste ich das mir holen lassen, sozusagen. Durch meine große Schwester, da auf jeden Fall auch nochmal ein Danke, dass sie mir das damals geholt hat. Ja, so kam das dann halt und seitdem bin ich halt ein kleiner Zocker und ja, genau, so sieht das denn auch aus. Und ja, was mit meiner Xbox jetzt ist, die hat meine große Schwester oben bei sich. Und die zockt natürlich auch GTA. Die hat das von mir dann genommen. Und ja, genau. Und sonst, was gibt es noch sozusagen? Ich glaube nicht viel. Ihr wisst, oder ihr seht es ja an meinem Kanal, dass ich halt so ein bisschen versuche Vielfalt reinzubekommen, dass, wie ich finde, auch, glaube ich, ganz gut bei euch ankommt. Wo ich echt vorher gedacht habe, soll ich das machen? Oder halt nicht? Oder wie auch immer. Und da habe ich mir halt letztendlich gedacht, doch, komm, du machst den Schritt mal. Und ja. Der Schritt, der wurde mir halt damit ermöglicht, dass ich mir dann halt die PS4 gekauft hatte. Und ja, dadurch dann die Chance hatte, aufzunehmen. Und ja, genau. Und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall echt dankbar, dass ich das überhaupt so. Och Gott, wo fahre ich denn jetzt hier lang? Schotterpiste oder was? Dass das überhaupt alles so gekommen ist, wie es jetzt halt ist.
und ich damals oder vor einem Jahr jetzt gesagt habe, dann komm, mach ich auch mal einen YouTube-Kanal. Und dafür, dass es ein Jahr schon her ist, sind wir echt gut dabei, Leute. Da auch echt nochmal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr mich da so supportet. Und ja, das kann gerne weiter so gehen, also immer höher, immer höher. So der Knackpunkt wird echt die 40 Abos sein. Da wird auf jeden Fall ein cooles Video kommen. Ich bin schon am Überlegen, was wir denn da so machen könnten oder ich so machen könnte. Der Felix hatte ja gesagt, dass er da gerne mit bei sein möchte, finde ich gut. Wer vielleicht gerne noch dabei sein möchte und in meiner Nähe wohnt, kann sich gerne mal melden. Und dann können wir da auf jeden Fall was Großes machen. Denn ich habe vor, dass wir irgendwas Großes mal machen. Sei es jetzt beim 40-Abo-Special oder 35-Abo-Special oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, bin ich da halt am Überlegen, wie und was ich mache. Und ja, wie gesagt, da seid ihr aber halt auch gefragt und braucht da eure Hilfe, damit wir die 40 Abos oder die 35 Abos auf jeden Fall schaffen. Und ja, genau. Ich glaube, das war's dann auch erstmal wieder für dieses. Ja, okay, Hauptsache, da läuft so eine Wildsau rum. Für dieses Video, ich würde sagen, dass ich jetzt hier einmal drehe, aussteige. Und mich mit diesem Bild dann schon wieder verabschiede. Wenn ihr gerne mehr wissen wollt, und ich vielleicht einfach mal ein Video darüber, also einen Vlog oder so machen soll und einfach mal erzählen soll, wie ich so zu dem und dem Punkt gekommen bin, dann schreibt mir doch einfach mal eure Fragen, die ihr vielleicht so habt an mich, einfach mal unten in die Kommentare. Und dann werde ich sie in einem Video auf jeden Fall gerne beantworten, denn ich habe einfach auch mal Lust zu wissen, was ihr so für Fragen an mich habt. Und ja, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare die Fragen. Dann werde ich mir so 10 Stück oder wie viele Fragen da noch immer reinkommen, mir mal raussuchen und die dann in einem anderen Video gerne beantworten. Ich bin erstmal wieder raus, euer Marvin. Tschüss.